Die Bundesregierung will die Solarförderung früher als bisher angekündigt zusammenstreichen. Für Anlagen, die ab dem 9. März installiert werden, sinken die Fördersätze je nach Größe um 20-30%. Bei Neuanlagen sollen nur noch 90% des erzeugten Stroms komplett zu garantierten Preisen abgenommen werden. Bei Kleinanlagen sogar nur noch 85%. Im Hinblick auf das in den letzten beiden Jahren stark gestiegene Ausbauvolumen diene die erneute Anpassung der Förderung vor allem dem Zweck, die EEG-Umlage für die Stromverbraucher weiter stabil zu halten. Die jüngsten Hygieneskandale bei Müllerbrot in Neufahrn und Biendl und Weber in Regensburg haben bundesweit für Entsetzen bei den Verbrauchern gesorgt. Niederbayerische Bäcker sind von solchen Negativschlagzeilen bislang verschont geblieben. Aber auch sie wissen, ausreichende Hygiene ist kein Selbstläufer. Franz Matzeder fasziniert die Menschen nach wie vor. Jetzt gibt es sogar einen gleichnamigen Film über den niederbayerischen Räuber. Umgesetzt wurde er vom Produktionsteam Brandl Pictures. Diese präsentierten ihn am Samstag zum ersten Mal in Simbach und begeisterten ihr Publikum. Mit 2 Niederlagen beendete Deggendorf Fire die reguläre Saison in der Oberliga Süd. Erst unterlag man am Freitag im Derby den Blackhawks aus Passau, am Sonntag folgte dann eine 3:7 Heimniederlage gegen Schlusslicht Erding. Nun geht es in den Playoffs ab kommendem Freitag gegen dieselben Wölfe, allerdings müssen sich die Jungs von Coach Kim Collins deutlich steigern, wenn sie die nächste Runde erreichen wollen.